Es gibt allerdings genauso von der, vom britischen Pendant der FCA eine Frage in einer Q&A zur Verordnung, wo sie sagt, ja, ob das jetzt erforderlich ist oder nicht, muss auf europäischer Ebene entschieden werden. Das heißt, sollte auf europäischer Ebene mal irgendwann in der Q&A die Frage beantwortet werden, braucht man bei Private Equity Transaktionen KITs mit Ja, dann dürfte die BaFin sich auch in diese Richtung bewegen. Das heißt, wenn Sie Zweitmarkttransaktionen machen, es ist nicht völlig auszuschließen. Ist aber auch nur dann relevant, wenn der Erwerber ein nicht professioneller Anleger ist. Ja? Das heißt, wenn der Erwerber ein professioneller Anleger ist, dann würde man davon ausgehen können, dass das ohnehin nicht relevant ist. Thema Bundesbank-Reporting ist dem BaFin-Reporting relativ ähnlich von den Daten, die zu liefern sind. Auch hier ist es wieder so, wenn man sich erstmal die zu liefernden Angaben anschaut, denkt man erstmal, was hat das mit meinem Private Equity Fonds zu tun? Herzlich wenig. Auch hier zeigt es wieder, dass dieses Reporting-Wesen natürlich nicht für die PE- oder VC-Branche erstellt wurde. Also unter anderem soll man Angaben machen, über welche Rohstoffe man verfügt, ob man beispielsweise Schiffscontainer hat. Habe ich bisher noch keinen PE-Fonds gesehen, der das hat. Aber da wird wieder deutlich einfach, dass wir, unsere Branche natürlich nur ein kleiner Ausschnitt ist von dem, was es an Investmentfonds gibt in Deutschland. Also die Meldungen sind relativ ähnlich vom Inhalt her. Und das Gute ist, vom Ablauf ist es sehr viel Anwender, also userfreundlicher. Hier gibt es tatsächlich eine Eingabemaske, das, was die BaFin also nicht schafft, so eine Eingabemaske auf ihrer Homepage zur Verfügung zu stellen, das schafft die Bundesbank. Da muss man dann einmal pro Monat, dazu sage ich gleich noch was, einmal pro Monat muss man grundsätzlich da seine Daten eintragen und abschicken und dann ist es gut. Die Mandanten schicken einem dann natürlich häufig Nachfragen und sagen, ja, wie soll ich denn monatlich aktuelle Zahlen eintragen? Ja, das, jedem hier ist bewusst, dass man nicht monatsaktuelle Zahlen hat. Diese Problematik ist zum Glück auch der Bundesbank bewusst und sie weist explizit darauf hin, dass beispielsweise Private Equity Fonds, die vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich gar nur ihre Zahlen haben, zwar weiterhin verpflichtet sind, monatlich zu reporten, allerdings dann jeden Monat die Zahlen des Vormonats eintragen sollen, bis zu dem Zeitpunkt, wann neue Zahlen verfügbar sind. Da stellt man sich natürlich auch so ein bisschen die Frage nach dem Sinn oder Unsinn, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass dieses Bundesbank-Reporting rein für Statistikzwecke dient. Es ist, glaube ich, vom Aufwand her relativ überschaubar, wenn man dann einmal die Zahlen hat und das dann da eintragen muss. Also korrigieren Sie mich, falls ich falsch liege, aber wahrscheinlich ist der monatliche Aufwand bei Ihnen auf ein paar Minuten reduziert. Also das letzte monatliche Reporting habe ich in der S-Bahn von zu Hause auf dem Weg zum Flughafen gemacht. Also man muss sagen, das Bundesbank-Reporting, man muss sich einmal durchkämpfen. Das dauert eine Zeit lang, wie gesagt, weil es so viele Punkte darin gibt, die einfach nicht relevant sind. Wenn Sie es einmal angelegt haben, ist es total einfach. Es hat auch eine super Funktion drin. Man kann die Ergebnisse für den nächsten Monat nicht neu eintragen, sondern es gibt ein Kopieren und Versenden-Funktion. Man geht einfach darauf, auf seinen letzten Report, drückt auf Kopieren, Versenden. Das ändert automatisch das Datum in den nächsten Monat. Und dann ist man muss nur den entsprechenden Report auswählen, den man da versenden will, und dann ist er versendet. Also während in den zwei Monaten, wo zwischen, 31.3. und 30.6. ist der Aufwand 3 Minuten, nicht mehr. Bei dem anderen muss man halt am Quartalsende, wenn man im Prinzip den neuen Abschluss hat, dann muss man halt einfach einmal die neuen Sachen hinzufügen. Was noch gut ist bei der Bundesbank, ich fand die extrem hilfreich, weil als ich am Anfang auch ein bisschen da verzweifelt bin, dann habe ich einfach bei denen angerufen und habe die Dame dran bekommen, es gibt da eine Dame zumindest jetzt für unseren Fonds, die immer wieder schaut, ob wir berichtet haben, und wenn man da nicht berichtet hat, dann hat sie halt auch gesagt, dass man das jetzt mal schicken soll.
Und die ist sehr hilfreich. Die hat mir dann auch direkt, als ich gesagt habe, ich habe halt jetzt haben wir irgendwo Ende August, ich habe keine Zahlen. Bei uns hat sich nichts geändert, sonst ist kein Problem, nehmen Sie die Zahlen vom Vormonat, das wissen wir, das kennen wir, das Problem. Und die, mit ihr bin ich auch wirklich durchs Template durchgegangen, weil manche Sachen funktionieren nicht. Die Software, würde ich mal sagen, funktioniert zu 80% der Zeit. Die andere Zeit bringt es irgendwelche komischen Fehlermeldungen, das wissen die auch. Sie ist nicht gut programmiert, also muss man sagen. Aber die helfen wenigstens sehr gut. Also mit denen kann man sehr gut kooperieren. Und das ging sogar so weit, dass ich das eine Mal aus dem Urlaub, als ich das erste Mal gemacht habe, das war in diesem legendären Urlaubsmonat, und gesagt habe, ich komme einfach nicht durch. Dann hat sie gesagt, wo sind Sie denn? Ich sage, ich sitze im Tessin. Und dann sagt, jetzt hören Sie mal auf, Sie sind im Urlaub. Das ist jetzt alles egal. Jetzt lassen Sie das Reporting für den Monat mal sausen. Das ist alles kein Thema, ist sowieso nur für Statistikzwecke. Jetzt genießen Sie Ihren Urlaub und nächsten Monat, wenn Sie zurück sind, machen wir das in Ruhe nochmal. Also das fand ich wenigstens sehr menschlich und sehr angenehm.